Herzlich willkommen bei Wir lieben Vorsitt. Wir sind heute in Bronzell und es regnet mal wieder. Aber das soll uns nicht davon abhalten, nachzuschauen, wer denn heute neuer Ritter oder neues Burgfräulein wird. Also, kommt einfach mit ins Zelt. Ein dreifach donnerndes Schimmel! 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 Ja. Ich will endlich in dieses unfassbar edle Festzelt, auf diesen edlen Jahrmarkt, von dem ich schon letztes Jahr gehört habe. Wenn man den Jahrmarkt gewinnt, wird man das Größte und Beste und Hoheit hier in Bronzell in der fünften Jahreszeit. Dann sag mir, wer wird's? Und ist es wirklich wahr, dass ein Kohlhäuser hier in Bronzell Hoheit werden kann? Nicht so schnell, mein Lieber. Sascha, ich sagte jetzt erstmal, dass ich das so noch nicht wahr sagen kann. Aber was ich dir sagen kann, ist, was alles nicht wahr sein kann. Es kann absolut und extrem und total und unendlich viel nicht wahr sein, dass die Feuerwehr in ihrem Feuerwehrgerätehaus ein neues Fenster bekommen hat ins Klo. Ja und? Was ist jetzt daran so schlimm? Das Fenster lässt sich nicht öffnen! Hey! Oh Mann, total vorbeigeschlagen! So, weiter geht es. Runde Nummer 2. Drückt aus! Oh, das weiß ich. Ich sag erstmal nix. Das schmeckt wie kleingemachte Bratwurst vom letzten Kohlhäuser Hutzelfeuer. Nee, das ist auch leicht. Das Appelmus vom Magittje Elisabethje und die Äpfel sind handgepflückt vom Volkers Perrot. Nah dran. Aber die richtige Antwort ist ja nicht dabei. Nummer 1, was sagst du? Das ist die Erbsensuppe der Feuerwehr Bronzell aus der Kohlhäuser Gulaschkanon. Aber die war eingefroren, das schmeck ich. Wir schauen einfach nach und bitten die Hoheit hier vorne raus. Aber wie das bekanntlich ist, sind natürlich zwei und ich hier vorne immer noch zu wenig auf der Bühne. Deswegen gucke ich noch mal nach hinten auf den Jahrmarkt. Und da ist noch jemand. Sie staunen nicht schlecht und wir alle. Wir haben das erste Burgpaar und das wird angeführt dieses Jahr von Burgfräulein Carina und den Ritter Christian Vorderbrücken. Von der dreifach donnernde Schimmel! 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 Genau, ja, vielen Dank.